Heute zeige ich dir mal, wie du deinem Schlagzeug oder deinem Drumloop ganz einfach eine ganze Menge mehr Groove verpassen kannst. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog und heute wollen wir dem Schlagzeug mal ein bisschen mehr Groove verpassen. Jeder weiß ja, dass ein schöner, guter Groove, ein Schlagzeug-Groove oder auch ein guter Loop, sagen wir mal mit Bassdrum auf 1 und 3 und Snare auf 2 und 4, dass der ein gutes Fundament für jeden Song bildet. Aber oft ist es ja so, dass die Schläge zwischen den Hauptschlägen eigentlich den eigentlichen Groove-Faktor ausmachen. Das heißt, diese Noten, die zwischen den Hauptschlägen geschlagen werden, nennt man auch Ghost Notes, also Geisternoten, die also ein bisschen leiser sind als die anderen Noten, aber die sorgen halt für das Feeling, für den Groove und jeder kennt ja von Toto den Song Rosanna, wo Jeff Porcaro das berühmte Porcaro Shuffle gespielt hat, der das ja wiederum von John Bonham von Led Zeppelin geklaut oder ausgeliehen hat, der sich das wiederum von Bernard Purdy ausgeliehen hat, dem meist aufgenommenen Schlagzeuger der Welt und der hat es wahrscheinlich entweder selbst erfunden oder wahrscheinlich auch irgendwo abgeguckt. Aber so viel nur an der Seite. Diese Ghost Notes, die kann man einspielen, wenn man ein guter Schlagzeuger ist. Das heißt, ein guter Schlagzeuger spielt dann diese Ghost Notes für den Groove mit ein oder man hat einen Loop, wo die eingebaut sind. Wenn die aber nicht dabei sind, erstens, weil dein oder der Schlagzeuger, der es getrommelt hat, das vielleicht nicht so gut kann oder es auch nicht so weiß oder weil es der Loop vielleicht nicht hergibt, da kann man ein bisschen nachhelfen. Man kann so eine Art Fake Ghost Notes machen und wie das genau geht, das schauen wir uns gleich mal in der Session an. Verfass danach nicht die Frage der Woche, denn da erzähle ich dir, wie ich mein Low End, also die tiefen Frequenzen beim Mischen kontrolliere und wie du vermeidest, dass du im Auto sitzt, deinen Mix freudestrahlend anhören willst und Bassdrum und Bass aber so fett gemischt sind, dass du dass dir die Karre auseinanderfliegt. Das machen wir gleich in der Frage der Woche, aber jetzt geht's erstmal in die Session, also los geht's. So, da sind wir schon in der Session und ich habe hier so ein kleines Pattern vorbereitet, vor allem mit einem Drum-Groove. Da ist auch ein Bass dabei, aber den hören wir uns später vielleicht nochmal an. Aber jetzt kommen wir mal zum Drum-Groove. Der klingt im Moment so, der heißt Bread and Butter Beat und so klingt er dann auch. Schön straightforward, wie ich schon gesagt habe, da soll jetzt ein kleines bisschen mehr Groove rein, also Ghost Notes, versteckte kleine Geisternoten. Und die kann man sehr einfach machen, indem man hier bei der Snare, da werden die Ghost Notes nämlich meistens gespielt, indem man bei der Snare ein Delay draufpackt. Falls du nicht weißt, wie du deine Snare auf einen Einzelausgang legen sollst, weil normalerweise bei normalen Drum-Plugins ist es ja so, dass das komplette Schlagzeug im Prinzip aus dem gleichen Output rauskommt. Bei Studio One ist es zumindest so, dass hier oben versteckt ein kleiner Knopf ist. Ne? Hier oben im Plugin kann man das hier sehen. Da ist dieser kleine Knopf, der so aussieht wie ein Pfeil, der irgendwo rauskommt. Und dieser Pfeil bedeutet Ausgänge. Das heißt, wenn man da drauf klickt, dann bekommt man eine Auswahl und kann jetzt hier in diesem Fall für dieses Plugin auswählen, welche von diesen einzelnen Trommeln hier auf einen Einzelausgang rausgelegt werden sollen. Also ein kleines Nebenwissen jetzt noch hier nochmal. Und dann habe ich hier die Snare jetzt hier quasi auf den Einzelausgang nochmal rausgeschickt. Dazu wird dann vom Programm direkt ein Einzelausgang, ein einzelner Kanalzug im Mixer angelegt. Und dann muss ich hier bei diesem Plugin jetzt nur noch hier mit diesem kleinen Pfeil hier unten dafür sorgen, Addictive Drums muss ich nur noch mit dem Pfeil hier unten dafür sorgen, dass der hier angeklickt ist. Und dann kann ich ihm sagen, dass er den auf einen separaten Output legt und das war es dann auch schon. Damit habe ich die Snare auf einem separaten Output liegen. Das geht auch bei dem Drummer, der hier mit eingebaut ist, bei dem Plugin. Bei vielen anderen Plugins geht es auch so, dass du, wenn du mehrere Sounds hast, dass du die auf jeden Fall auf Einzelausgänge legen kannst. Kannst ja mal nachschauen, ob das bei deinem Programm dann auch geht. In Logic geht es auch relativ einfach. Da gibt es die Multi-Output-Instrumente, aber hier haben wir es zumindest so gelöst. Mit anderen Worten, ich habe die Snare jetzt hier, wenn ich sie abspiele, solo vorliegen und weil das so ist, kann ich sie jetzt auch solo bearbeiten und wie gesagt, ich brauche ein Delay dafür. Wir nehmen einfach mal ein Standard-Delay, wir nehmen hier das Analog-Delay, was hier mitgeliefert ist und das stellen wir jetzt für diese Ghost-Notes, die wir brauchen, auf eine Achtel. Wir haben hier links das Tempo gesynkt, also synchronisiert mit der DAW, das ist dieser kleine Knopf, das geht bei jedem oder bei den meisten Delays geht das auch so, dass man hier irgendwo so einen Sync-Knopf hat und dann läuft das Delay genau im passenden Tempo zum Song Tempo und jetzt stelle ich hier einfach mal bei der Viertel, da wo die jetzt noch eingestellt ist, stelle ich eine Achtelnote ein. Das heißt, wir haben jetzt, wenn wir die Snare einzeln abspielen, diese Delay-Antworten schon mal vom Delay und das sind natürlich jetzt viel zu viele. Das heißt, ich drehe hier einfach auf der rechten Seite beim Mix-Knopf, drehe ich ein bisschen runter, sagen wir mal, wir gehen hier mal auf, was weiß ich, wir lassen es mal laufen und hören uns das einfach an.
So, am besten hören wir uns das Ganze mal im Mix an. Das heißt, wir nehmen das Schlagzeug auch gleich mit dazu. Hey! Cool, ne? Groovt sofort besser, wenn ich es ausmache. Straightforward. Und wieder an. Sehr geil. Schon sind diese kleinen Ghost Notes da, mit denen man den Groove reinmacht. Und das Coole ist, man kann jetzt hier noch sogar mit dem Delay ein bisschen rumspielen. Das heißt, ich habe ja jetzt hier die Achtel eingestellt. Hier. Man kann jetzt aber auch zum Beispiel hier auf Achtel Triole oder auf eine punktierte Achtel gehen. Das heißt, wir hören uns mal an, was passiert, wenn ich auf die anderen gehe. Abspielen. Ich gehe mal auf die Achtel Triole. Bisschen lauter, den Mix. Was machen die Ghost Notes jetzt? Und dann stellen wir mal auf Achtel punktiert. Völlig unterschiedliches Feeling, muss nochmal mit rum experimentieren. Funktioniert auf jeden Fall wunderbar. Und wir nehmen mal einfach den Bass dazu. Ich stelle das mal wieder hier auf den Standard. Und nehmen mal den Bass dazu und gucken mal, dass wir das dann so laut dazu geregelt kriegen, dass wir einigermaßen Feeling kriegen. So, schon an der Hörschwelle. Ich mach's mal aus. Straightforward. Kann man auch automatisieren. Und jetzt dazu. Also ich finde genau diese Zwischenschläge, also was zwischen den Hauptschlägen stattfindet, das macht den wirklichen Groove-Faktor aus. Und so kann man mit einem Delay einfach auf der Snare, kann man auch ausprobieren auf einem kompletten Drum-Loop, wenn der schön aufgeräumt ist, wenn jetzt nicht zu viel stattfindet und wenn er relativ straight spielt, kann man das auch machen. Aber hier vor allem beim Schlagzeug, wenn man ein einzelvorliegendes Snare hat, da kann man das wunderbar machen. Und natürlich, wenn du mit einem echten Schlagzeug mixt, da geht das natürlich auch schön auf die Snare drauf, ein Achtel-Delay und dann mal rumspielen damit, wie viel man dazufügen kann. Schiebt das Ding an, macht einen besseren Groove und damit auch viel mehr Spaß im Song. Und jetzt gehen wir wieder rüber. Und zwar zur Frage der Woche. Los geht's. Ja, ein super Trick auf jeden Fall, wie ich finde. Und das Schlagzeug rollt tatsächlich danach ein kleines bisschen mehr oder hat auch ein bisschen mehr Groove. Das heißt, der ganze Song kommt ein bisschen mehr ins Rollen und das Ganze fühlt sich einfach noch ein bisschen organischer an. Großartige Sache. Und wenn dir das gefällt und wenn dir dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, dann drück einfach auf zweimal Daumen nach unten und dann passt das auch. Und falls du noch nicht Teil der Recording-Blog-Familie geworden sein solltest, dann wäre doch jetzt ein super Gedanke, mal eben darüber nachzudenken, auf diesen Abo-Knopf drauf zu drücken. Und daneben die Glocke nicht ping vergessen, denn mit der Glocke sorgst du dafür, dass du auf jeden Fall auch einen Hinweis kriegst, wann das nächste Video rauskommt. Dann verpasst du nämlich auch nichts, was auf diesem Kanal stattfindet. Du kannst auch alles nachlesen, was ich hier nochmal aufschreibe. In vielen Kanälen gibt es ja heutzutage so auf Neudeutsch gesagt die Cheat Sheets, nochmal kurze Zusammenfassung von dem, was im Video drin steht oder ein kurzer Abriss von dem, was man sich alles merken sollte für ein Thema. Bei mir steht das im Blogartikel alles drin, findest du unter recording-blog.com und kannst du nochmal alles in Ruhe nachlesen, auch alles, was ich in den anderen Videos nochmal erzählt habe und so weiter. Da kann man wirklich sehr, sehr lange nachlesen bei mir im Blog. Das sind, glaube ich, über 150 Artikel. Dabei viel Spaß auf jeden Fall und wie gesagt, Abo nicht vergessen. Und jetzt kommen wir zur Frage der Woche, die kommt heute von Bernhard. Und Bernhard stellt mir folgende Frage. Hallo Jonas, ich möchte mich bei dir auf diesem Wege nochmal für deinen tollen Blog und Tutorials bedanken, sauge die Themen auf wie ein Schwamm und setze viele Tipps und Tricks gleich in die Praxis um. Freut mich sehr, Bernhard, weil genau deswegen mache ich das ja, damit viele von diesen Tricks umgesetzt werden und ihr sofort dafür sorgen könnt, dass eure Musik sofort besser klingt. Und im Idealfall haben wir ja irgendwann mal den ersten Welthit hier im Recording-Blog. So, jetzt zur Frage. Ich arbeite mit Studio One 3 als Abhörmonitore, habe ich Yamaha HS7 und HS5. Weiters habe ich von Avantone die Mix Cube. So, nun die Frage. Auf den Monitoren hört sich der Mix nach getaner Arbeit gut an. Im Auto als Referenz habe ich dann meist das Problem, dass der Bass und die Bassdrum viel zu fett bzw. intensiv sind. Erst nach mehrmaligen Gegensteuern bekomme ich das dann irgendwie hin. Das ist sehr mühsam. Song auf einen USB-Stick laden, ins Auto hören und dann echt mühsam. Wie machst du das? Wie bekommst du die Bassdrum und Bass so hin, dass du einen halbwegs ausgewogene Basslinie hast? Gibt es da einen Trick oder Tipp? So viel noch dazu. Ich versuche immer beim Mischen, damit die Transparenz gegeben ist, Bassdrum und Bassfrequenzen auseinanderzuhalten. Das heißt, beide sollten in einem eigenen Frequenzspektrum spielen. Das habe ich von dir gelernt.
Das ist schön, dass du das gelernt hast. Das mache ich nämlich auch in jedem Mix. Ich sorge immer dafür, dass die Bassdrum und der Bass auf jeden Fall ihren eigenen Bereich haben. Und was das Low-End angeht, also die tiefen Frequenzen, da gibt es eigentlich ein ganz profanes Hilfsmittel einfach nur. Ich habe hier im Studio ein Werkzeug, mit dem ich das überprüfen kann. Und zwar, kann ich mal hier einblenden, hier steht unterm Schreibtisch ein Subwoofer. Und der Subwoofer sorgt dafür, dass ich eben nicht nur auf dem Analyzer sehen kann, was im Low-End stattfindet, also in den tiefen Frequenzen, sondern dass ich das auch hören kann. Das heißt, meine Empfehlung wäre, auch wenn die HS7 und die HS5 schon gute Boxen sind, besorgt dir von Yamaha den passenden Subwoofer dafür, stell den richtig ein, damit er zu den Boxen passt. Auf jeden Fall nimmst du dir am besten 2 oder 3 Referenztitel, von denen du weißt genau, wie sie klingen, und dann stellst du deinen Subwoofer passend ein, sodass er an deiner Hörposition genau richtig ist. Und wenn du weißt, dass die Bässe dann damit gut klingen, auf deinen Referenztiteln, dann hast du beim nächsten Mix überhaupt kein Problem, denn du weißt ganz genau, der Bass, den du hörst, ist auch genau das, was du brauchst für deinen Song. Und dann gibt es nämlich keine bösen Überraschungen mehr. Also zumindest nicht im Auto, wenn du da sitzt. Da musst du nicht die ganze Zeit hin und her springen zwischen Auto und Studio und wieder nachregeln. Nee, du hast die Referenzabhöre dann eben nicht im Auto oder nur im Auto, sondern eben auch im Studio. Es kostet ein bisschen Geld, das gebe ich zu, aber es gibt tatsächlich, und ich habe bis heute noch kein anderes Mittel gefunden, mit dem man das machen könnte. Weder Kopfhörer, ja, dickere Boxen, aber da brauchst du einen größeren Raum wieder für, das regt wieder den ganzen Raum an und so weiter. Mit Raummoden muss man ja eh aufpassen, dass man mit so einem Subwoofer den Raum nicht zu stark anregt, weil sonst übersteuern oder werden einige Frequenzen zu laut hervorgehoben. Raumakustik nochmal ein völlig anderes Thema. Aber wie gesagt, nimm einfach Referenztitel, stell deinen Subwoofer so ein, dass du dich mit denen wohlfühlst auf den Referenztiteln, und dann hast du deine Referenz im Studio und es gibt keine blöden Überraschungen mehr. Aber vielleicht hast du ja auch einen Trick da draußen für uns, wie du deine Bassfrequenzen kontrollierst. Mit dem Analyzer, mit dem Kopfhörer, wie auch immer. Schreib's doch mal unten in die Kommentare rein, würde mich sehr interessieren. Vielleicht ist da ja auch eine echte Lösung dabei, wie man das ohne Subwoofer hinkriegen kann. Also ich freue mich wirklich auf die Kommentare. Bin sehr gespannt, was ihr da an kreativen Lösungen drin habt. Wie gesagt, wenn euch dieses Video gefällt, schnell Daumen nach oben. Wenn es nicht gefällt, 2 mal nach unten. Und wir sehen uns dann nächste Woche zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou.